Nach der Festnahme von zwei Männern wegen mutmaßlicher Spionage für Russland hat das Auswärtige Amt den russischen Botschafter einbestellt. Das bestätigte ein Ministeriumssprecher. Und diese Festnahme von zwei Deutschrussen, die liegt jetzt knapp einen Tag zurück. Gestern die Festnahme von zwei Männern, die in Verdacht stehen, spioniert zu haben in Deutschland. Und zwar geht es da um Spionage, Militärspionage, die zu tun hat mit dem Krieg in der Ukraine und der Ausbildung von ukrainischen Soldaten hier in Deutschland. Grafenwöhr, das ist so ein Militärzentrum, so ein Ausbildungszentrum für ukrainische Soldaten. Und die Innenministerin, die will sich in wenigen Augenblicken eben zu den bisherigen Erkenntnissen, zum bisherigen Erkenntnisstand äußern. Und dann werden wir erste Informationen also tatsächlich darüber bekommen, wie der Ermittlungsstand eben ist, wie man aufmerksam geworden ist auf die beiden Herren, die man da festgenommen hat. Und ich frage jetzt mal bei Farina Fichtner-Zenker nach, vielleicht gibt es im Vorfeld schon erste Erkenntnisse, erste Informationen eben über diese beiden mutmaßlichen russischen Spione, die beiden Männer, die man da gestern festgenommen hat. Ja, ich hatte tatsächlich vor wenigen Augenblicken die Möglichkeit, mit der Pressesprecherin der Bundesanwaltschaft hier in Karlsruhe eben genau dazu zu sprechen. Sie sagte, dass dem Ersten, dem Hauptverdächtigen, eben vorgeworfen wird, militärisches Gebiet abgebildet zu haben und eben Spionage mit der Absicht auf Sabotageakte zu vollziehen. Dementsprechend wurde er gestern dann hier schon einem Untersuchungshaftrichter vorgeführt. Diese Untersuchungshaft wird jetzt auch vollzogen, allerdings nicht hier in Karlsruhe, sondern wohl nach Kenntnisstand der Bundesanwaltschaft eben wohnortnah, also da, wo der Verdächtige eben auch gelebt hat, seinen Hauptwohnsitz gehabt hat in der Umgebung. Der zweite Verdächtige, der wurde heute Morgen hier nach Karlsruhe gebracht. Diese Untersuchungsvollstreckung muss ja innerhalb von 24 Stunden passieren. Der wurde jetzt heute Morgen dem Richter hier vorgeführt. Ob auch dieser Untersuchungshaft vollstreckt wird, wird gerade im Hintergrund für uns von der Pressesprecherin der Bundesanwaltschaft geklärt. Auch ihm wird eben Mithilfe zu den eben genannten Anklagepunkten unterstellt. Und nach Kenntnis der Bundesanwaltschaft hier in Karlsruhe waren eben beide Verdächtige von 2014 bis 2016 schon in der, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Republik Donetsk, eben bewaffnete Kämpfer. Von uns in Deutschland wurde ja dieses annektierte Gebiet nicht anerkannt. Deswegen sage ich in Anführungszeichen, eben als bewaffnete Kämpfer unterwegs. Und auch das wird ihnen zur Last gelegt, da sie damit, so die Staatsanwaltschaft, Teil einer Terrorverbandes waren. Und das wird jetzt eben abgearbeitet. Es wird aber auch, wie gesagt, noch im Hintergrund sehr viel sich bedeckt gehalten zum Ermittlungsstand, zu den Details, um da einfach noch aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht zu viel an die Öffentlichkeit vordringen zu lassen. Farina, recht vielen Dank für den Moment. Und Sie sehen es im eingeblendeten Bild. Wir erwarten ein Statement zum aktuellen Ermittlungsstand der Innenministerin. Und da höre ich aus der Regie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir schauen doch nochmal zurück zu Farina Fichtner-Zenker, warten gespannt auf die Innenministerin, dass sie dann also mit ihrem Statement beginnt. In der Sache, du hast gerade gesagt, Farina, du hattest Gelegenheit, mit der Staatsanwaltschaft quasi schon zu sprechen. Wie geht's denn da jetzt weiter? Was passiert denn da? Worauf muss man Acht geben? Worauf wird vor allem Acht gegeben? Ja, jetzt im ersten Schritt, wie gesagt, erstmal wird im Hintergrund noch geklärt, ob eben auch diese zweite Untersuchungshaft vollstreckt wird. Man geht davon aus, aber sie hat eben auch gesagt, man muss jetzt damit rechnen, dass es dann, bis es wirklich zu einem Prozess kommt, bis da wirklich alles seinen Weg geht, kann eben oder können mehrere Monate tatsächlich vergehen, weil eben im Hintergrund noch ganz viele weitere Ermittlungsarbeit geleistet werden muss. Ich meine, der Zugriff, der hat jetzt gestern erst stattgefunden, der Arbeitsplatz, der Wohnort, die Wohnung, das wurde alles durchsucht. Dementsprechend wurde natürlich auch viel Beweismaterial beschlagnahmt und das muss jetzt eben erstmal von den ermittelnden Beamten
eben gesichtet werden, ausgewertet werden. Eventuell ergeben sich durch diese Sichtung dann noch ganz neue Erkenntnisse und Beweismittel, Spuren, die verfolgt werden müssen. Und das braucht eben seine Zeit. Also von daher, da wird einige Monate ins Land gehen, so hier die Pressesprecherin der Bundesanwaltschaft, bis es dann wirklich vor Gericht geht. Und da muss man auch schauen, welcher Tatbestand dann wirklich auch verhandelt wird, ob es bei den Anklagepunkten bleibt, ob eben noch weitere dazukommen. Und jetzt erstmal im ersten Schritt wird bei dem zweiten Angeklagten, der ja eben dem ersten Hauptverdächtigen geholfen haben soll, auch diese Untersuchungshaft vollstreckt. Das dann eben aber auch nicht hier in Karlsruhe, sondern wohnortnah des zweiten Verdächtigen. So, nochmal ein kurzer Mikrofoncheck. Sie haben es gerade gesehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und dann erwarten wir in wenigen Augenblicken auch die Innenministerin, die zu diesen Festnahmen von zwei Deutschrussen etwas sagen wird. Ich fasse nochmal zusammen. Die Bundesanwaltschaft, die hat also zwei Deutschrussen in Bayern wegen des Verdachts der Spionage in Zusammenhang mit dem Krieg in bzw. gegen die Ukraine festnehmen lassen. Die beiden Männer seien, so heißt es offiziell, dringend verdächtig in einem besonders schweren Fall für einen ausländischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein. Und das hat der Generalbundesanwalt Höchst selbst in Karlsruhe heute mitgeteilt. Dem Hauptbeschuldigten werden auch Planungen zu einer Sprengstoffexplosion sowie zur Brandstiftung, Agententätigkeit zu Sabotagezwecken und Ausspähen militärischer Anlagen vorgeworfen. Unsere Sicherheitsbehörden, so heißt es, haben mögliche Sprengstoffanschläge, die uns militärische Hilfe für die Ukraine treffen und unterminieren sollten, verhindert. Das hat im Vorfeld die Bundesinnenministerin Nancy Faeser schon erklärt, auf die wir warten. Ich meine, Farina, in dieser Situation und überhaupt, wo man sich so argwöhnisch beäugt, wo natürlich auch Deutschland durch die Waffenlieferungen, durch die Unterstützung mit Waffen Teil dieses Verteidigungskrieges der Ukraine gegen die Russen ist, muss man sich nicht wundern, dass die Russen versuchen natürlich auch rauszubekommen, wie gehen wir mit dem Thema um, was ist möglicherweise geplant, wie werden ukrainische Soldaten auf deutschem Boden ausgebildet. Ja, also es ist vorhin ja schon durch einige andere Berichte auch durchgedrungen, dass eben diese beiden Spione kein Einzelfall sein sollen. Dass es durchaus möglich ist, dass es eben noch mehr russische Spione oder Spione im russischen Auftrag hier in Deutschland gibt. Die Frage ist immer, wie konkret sind dann eben auch die Pläne bzw. diese auch schon fortgeschritten, damit dann eben ein solcher Haftbefehl erlassen werden kann. Nochmal ganz kurz zum Hauptverdächtigen zurückzukommen. Laut der Pressesprecherin der Bundesanwaltschaft hat er sich ganz konkret eben dafür bereit erklärt, Brandanschläge zu verüben hier auf deutschem Gebiet, um eben ganz klar ein Signal zu setzen gegen die Hilfe für die Ukraine, die militärische, die ja von hier aus ausgeht. Und das ganz klar im Auftrag von Putin. Also er hat sich bereit erklärt, so der Wortlaut der Pressesprecherin vorhin, und dementsprechend natürlich der Handlungsspielraum. Und sie sind auch nicht erst seit gestern auf die beiden Hauptverdächtigen aufmerksam geworden. Wie gesagt, 2014 und 2016 haben die beiden sich eben schon in der Ostukraine befunden und dort eben waren sie wohl Teil einer bewaffneten Gruppe. Dementsprechend war da schon ein Augenmerk auf diese beiden Personen. Aber da sieht man mal, wie viele Jahre da tatsächlich noch dazwischen liegen. Zwischen der, wo sie in der Ostukraine waren, und jetzt eben 2024, wo dann wirklich der Zugriff erfolgt hat. Laut unseren Informationen stehen sie unter verschärfter Beobachtung seit Oktober 23. Also da liegt auch noch mal ein gutes halbes Jahr Ermittlungsarbeit dazwischen, dass dann wirklich heute bzw. gestern der Zugriff passiert ist, damit dann dementsprechend auch die Beweismittel für eine Anklage bzw. für eine Untersuchungshaft dann eben entsprechend groß genug sind. Farina Fichtner-Zenker, recht vielen Dank nach Karlsruhe. Zwei Deutschrussen, die also gestern festgenommen worden sind. Vorgeworfen wird ihnen oder gemutmaßt wird, dass sie Spionage betrieben haben für Russland gegen die Ukraine auf deutschem Territorium. Es ging wohl auch um Anschläge, die geplant waren, aber vor allem erst einmal herauszubekommen, wie ukrainische Soldaten auch ausgebildet werden auf deutschem Grund und Boden für die Verteidigung der Ukraine dann in ihrem Land. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.